kann leider heute mein Puls hier unten nicht einblenden, weil mein Akku von der Uhr ist fast leer. Muss ich auch mal da dran pöppeln. Puppeln an das Ladegerät. Ups. So. Okay. Gut, da sind wir wieder. Wir haben für heute ein bisschen was vor. Ich habe mir noch ein paar Gedanken gemacht. Ich habe mir vor allen Dingen ein paar andere Sachen mal noch angeguckt, was andere Leute so machen. Und ich möchte einfach mit euch heute Folgendes machen. Ich habe es mir wieder aufgeschrieben. Zum einen werde ich anfangen mit... Ja, es ist jetzt eigentlich egal, womit wir eigentlich anfangen. Aber wir haben bisher noch nicht ein einziges Mal geangelt. Ja. Also wir waren wirklich noch nicht einmal angeln. Ich habe eine Angel. Ich weiß noch nicht, wie man die benutzt, aber wir werden es heute herausfinden. Dann würde ich mir ganz gerne heute noch den SUV holen. Wir haben bisher ja nur die Pickup-Trucks, also die zwei Stück. Ich würde aber gerne mal gucken, wie sich dieser SUV fährt. Der soll sich noch beschissener fahren als die anderen. Und vor allen Dingen soll die Kamera niedriger, also hinterm Lenkrad sein, also dass man noch weniger sieht. Dann, auf jeden Fall, müssen wir heute in die Mine. Ich habe hier hingeschrieben, ab in die Mine, featuring Zäune neu bauen und Teile für die Treppe mitnehmen. Das müssen wir heute auf jeden Fall auch machen, weil wir brauchen definitiv und ganz dringend noch ein bisschen Kupfer. Und das Kupfer brauchen wir wiederum für die Mine. Klingt doof, aber ist wirklich so, weil in der Mine der Fahrstuhl noch repariert werden muss. Und was heute auch auf jeden Fall noch passieren wird, aber das später. Wir werden umbauen. Also beziehungsweise umziehen. Wir haben ja beim letzten Mal hier drüben das große Haus gebaut. Das Ding hier. Und hier ist so viel wunderschöner Platz drin. Ja, und ich würde hier gerne einziehen, beziehungsweise ich würde gerne irgendwas hier reinbauen. Ich weiß aber ehrlich gesagt noch nicht was. Ich glaube aber, das Lager. So. Ja. Noch eine kleine Info nebendran. Ich habe am Wochenende einfach mal ein bisschen die Karte erkundet. Bin einfach mal so ein bisschen rumgedüst und habe einfach mal so ein bisschen geguckt. Also viel bietet uns die Karte leider nicht mehr. Das muss man fairerweise dazu sagen. Es gibt nicht mehr viele Orte, die wir noch entdecken können. Interessanterweise, der Nebel, den wir hier sehen, das ist einfach nur britischer Nebel und beim letzten Mal ist er bei mir nicht mehr weggegangen. Also ich habe, glaube ich, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gespielt und der Nebel ist bei mir nicht weggegangen. Ich muss dazu sagen, ich bin auch einfach nur rumgefahren, habe jetzt keine Nacht oder sowas dabei gehabt. Ich bin einfach nur rumgedüst und das hat nicht dazu geführt, dass der Nebel weggegangen ist. Also das ist jetzt einfach nur der schöne, feine englische Nebel, den wir hier haben. Ja, das sieht immer noch katastrophal aus. Das würde ich auch ganz gerne neu machen, aber dazu brauchen wir weitere Ressourcen. So, und bevor ich jetzt noch weiter rumquatsche, ich probiere mal noch Folgendes aus. Ich lege mich einfach mal für eine Stunde hin. Das hier, braucht euch auch nicht zu wundern, das ist auch wirklich absolut Katastrophe. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwie gefixt bekomme. Wahrscheinlich nur, indem ich die Dinger kaputt kriege. Also die Möbel einmal kaputt kloppe. Ich weiß es aber nicht. Ja. So, ist der Nebel jetzt weg? Er ist immer noch da, ne? Er ist immer noch da. Ja, ich weiß nicht. Also entweder das ist ein Bug mit dem Nebel. Ich weiß es nicht. Oder aber er geht noch weg. Und ich hoffe eher auf Letzteres, dass der noch weggeht. Wir werden sehen. Ansonsten gehe ich halt einfach bei Nebel angeln. Bei schönem Wetter kann jeder angeln, oder? Warum denn nicht mal bei ekelhaften Regenwetter angeln gehen? Warum denn nicht? So, Durst haben wir gestillt. Hunger haben wir leider nix im Inventar. Telefon quietscht. Ja, das Essen ist alles vergammelt. Ja, super. Okay, ich esse mal eine Dose. Das Zeug ist ja auch, die Kartoffeln sind auch schon fast hinüber. Hier war so viel Fleisch drin und das war alles voll mit Fleisch. Ist alles vergammelt. Alles vergammelt, weil dieser olle Kack-Kühlschrank nicht funktioniert. Hast du den Kühlschrank? Hast aber auch keinen. Aber auf was Verlass ist, ist hier hinten unser Trockenfutter. Das hält sich ein bisschen länger. Ist auch nur noch bei 41%. Naja. Egal. So, ich nehme mir mal so ein bisschen Trockenfutter hier runter. Und werde mir das so gleich einverleiben. Muss ich auch gleich wieder was trinken. Ich hoffe, dass jetzt kein Nebel kommt. Also kein richtiger Zombie-Nebel, der da jetzt draus wird. Aber wie gesagt, ich habe halt wirklich so eine halbe Stunde oder so gespielt. Und der Nebel ist leider nicht weggegangen.
was darauf schließen lässt, dass es ein Bug ist. Weil ich beim letzten Mal während des britischen Nebels gespeichert habe. Kann man machen. So, ich esse jetzt eins von den Dingern, mehr als ich eigentlich brauche. Ach, guck mal, und die Sonne kommt raus. Naja, das liegt daran, weil Rachel hier rumsteht. Nein. Sag mal, sah die beim letzten Mal nicht anders aus? Hast du nicht das letzte Mal anders? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Egal. So, wie spät haben wir denn? 17.41 Uhr. Theoretisch kann ich mich eigentlich gleich hinlegen. Es ist schon Abend. Wir können uns theoretisch hinlegen. Oder wir gehen angeln bei Sonnenuntergang. Aber der Sonnenuntergang geht nur noch eine Viertelstunde. Und dann, ja, ist Essig. Nee, ich glaube, ich lege mich hin. Und wir gehen angeln bei Sonnenaufgang. Warum denn nicht? Vielleicht beißen die Fische ja dann besser. So, einmal 12 Stunden schlafen. Grüße gehen raus an Hannes. Entschuldigung, mein Lieber. Oh Mann, manchmal bin ich böse. Es tut mir leid. So, ja, wir haben fast Sonnenaufgang. 5.47 Uhr. Naja, noch nicht ganz. Also es geht so langsam, aber sicher die Sonne auf. Ah, aber noch nicht ganz. Ich warte mal noch hier 10 Minuten. Der Da Silva ist auch wieder da. Hallöchen, Da Silva. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Frauen haben immer was in ihren Taschen. Aber, naja, kommt drauf an, welche Taschen du bei der jetzt meinst. Wo ist sie denn? Rachel? Rachelein, wo bist du denn? Hä, wo ist sie hin? Rage? Quit? Ich glaube, sie ist gerage-quittet. Schlechter Wortwitz? Macht nichts. Kann ich. Schlechte Wortwitze kann ich. Wo ist sie denn jetzt? Hallo? Frau, wo bist du? Ja. Scotty Scottmann. Wo hast du die Frau versteckt? Hä? Wo ist sie hin? Timmy ist auch da. Einen wunderschönen guten Abend, Timmy. Hallo, hallo, hallo. Wo ist die Frau jetzt hin? Ach, im Übrigen. Warum die Eier bisher noch keine Hühner gelegt haben. Warum die Hühner noch keine Eier gelegt haben, könnte unter anderem daran liegen, so wird im Steam-Forum gemunkelt, dass sobald man aus diesem Radius von der eigenen Basis verschwindet, also rausgeht, also der Radius hier vom Spiel ist nicht sonderlich groß, das sieht man immer daran, wenn man so ein paar Meter vom Auto weit weggeht, sieht man immer, wenn man so ein bisschen näher rangeht, dass die Reifen so nach unten plöppeln. Jetzt hier gerade nicht. Aber ich glaube bei dem da. Oder? Ja, das, ja. Also, es wird gemunkelt, dass dieser Radius, in dem Sachen aktiv bleiben, halt auch für die Hühner gilt und deswegen die Hühner keine Eier legen. Ach, da ist die Rage. Genau, das könnte sein, warum wir noch keine Eier haben. Es könnte aber auch daran liegen, dass wir einfach noch keinen Mais haben. Ich weiß es aber nicht. Also, ich kann da, wie gesagt, auch nur mutmaßen und hoffen, dass das kein, also, dass es ein Bug ist oder was auch immer, den man da irgendwie, keine Ahnung, umgehen kann. Wie dem auch sei. Wir gehen jetzt angeln. Ich habe gesagt, wir gehen einmal angeln. Ich muss das mal ausprobieren, weil ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wie das funktioniert. Das ist wirklich noch ein Feature, was wir überhaupt noch ganz und gar nicht ausprobiert haben. Und ich bin sehr gespannt, wie es funktioniert. Ob es funktioniert. Und ich glaube, der beste Spot zum Angeln ist da hinten diese Anglerhütte. Guck mal, da wo schon die Sonne drauf scheint. Gehen wir mal fix rüber. So viel zu dem Thema, da wo die Sonne drauf scheint. Beeil dich mal ein bisschen. Meine Güte. Ja, okay. Der Schatten wandert offensichtlich mit. Beziehungsweise, ja, der Sonnenschein wandert offensichtlich mit. Nicht wundern, man kann hier durchgehen. Ist nur quasi kosmetisches Wasser. Ich bin bis irgendwo ganz nach da hinten gelatscht. Durch das Wasser. Ist bisher nur kosmetischer Natur. So, wir sind jetzt hier am Angelstieg. Ich würde ganz gerne eigentlich noch kurz warten, bis die Sonne aufgeht. Ist hier irgendwo ein Hocker? Hier ist ein Hocker. Kann ich da kurz so 5 Minuten warten? Vielleicht hilft das schon. Mal gucken. Ist die Sonne jetzt... Nein, sie ist noch nicht da. Dann warte ich nochmal 10 Minuten. So. Mal gucken. Vielleicht bringt das ein bisschen was, wenn wir da noch ein bisschen warten.
Hätte noch was essen und trinken müssen. Egal. Was liegt hier eigentlich? Eine Zeitung. A Joyful Garden. Okay. So, jetzt ist ein bisschen heller, noch nicht ganz meinen Wünschen entsprechend, aber wir probieren das einfach mal, ob das jetzt hier funktioniert, weil ich habe nämlich noch keine Ahnung, wie man überhaupt angelt. Wir haben auf jeden Fall hier die Fishing-Ausrüstung. To use Fishing Rod Press. Achso. Achso, so. Ah, guck mal. Also, das ist unsere Angel. Ich nenne sie liebevoll Arno. Arno die Angel. Und ich schmeiße jetzt einfach mal das Ding aus. Und wir gucken mal, was es gibt. Es gibt jetzt Angel. Es gibt jetzt Fisch. Hoffentlich. Wie funktioniert das? Muss ich den... Ich glaube, ich habe keinen Fisch gefangen. Das würde mich auch wundern. Gears. Back. Manage. Ne. Wir haben noch keinen Fisch. Your fishing rod is not ready. Warum ist mein fishing rod not ready? Fehlt mir jetzt ein Köder oder was? Ernsthaft? Mir ist sowohl die Angelschnur als auch der Köder abhanden gekommen. Um nicht zu sagen, die Angelschnur ist im Arsch. Nun. Okay. Vielleicht habe ich noch eine. Was ist denn das? Ein Stein. Diese Steine irritieren mich immer. Ich denke da immer, da liegt irgendein Fass oder eine Kiste oder irgendwas. Das war unser kläglicher Versuch, hier eine Brücke darüber zu bauen. Ich reiß das mal ab, weil ich mache das anders. Ich mache das anders. Ich habe noch nicht ausprobiert, ob es funktioniert. Aber wir werden einfach mal gucken, ob das so geht, wie ich mir es vorstelle. So. Gut, 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 gut. So, laufe ich wieder zurück nach Hause. Ich hätte ja ganz gerne geangelt, ne? Hätte ich ja ganz gerne gemacht, aber wenn da irgendwie nicht so richtig erklärt wird, wie das funktioniert, dann kann ich es halt auch nicht ändern. Scheißdreck. Oh, ey, das regt mich gerade auf. Warum ist denn da wirklich gleich die Angelschnur kaputt, wenn man da einmal daneben angelt? Dann ist doch maximal der Köder futsch, oder? Ich kann nicht angeln, ich keine Ahnung. Aber die Schnur reißt doch nicht gleich. Die Angelsehne ist doch somit das stärkste Material, was es gibt, oder? Na gut, wir probieren es noch einmal. Vorausgesetzt, ich habe noch alles für eine Angel da. Und wenn das nicht klappt, werden die Tür offen gelassen. Hab ich die nicht eben? Hab ich die eben? Ich weiß es nicht. So, ich gucke mal gerade, ob ich noch was für eine Angel da habe. Aber ich habe... Ist das Angelschnur? Fishing Line. Ja. Das Ding brauchen wir nicht mehr. Und wir haben noch... Welche essen jetzt besser von den Ködern? Ach, ist glaube ich auch scheißegal, welche ich nicht nehme. So, wir probieren es einfach nochmal. Wir gehen nochmal Richtung Wasser. Was hat er gesagt? Wasser gehen wir. Und dann probieren wir es einfach nochmal, oder? Was haben wir denn zu verlieren? Außer eine Angelschnur offensichtlich. Die, keine Ahnung, wie funktioniert. Naja, wie dem auch sei. Gucken wir einfach mal. Ich habe heute auf YouTube auf einem Kanal mal so ein bisschen... Ich habe nicht wirklich geguckt, sagen wir es mal so. Ich musste auch arbeiten nebenbei. Aber dadurch, dass heute Montag war und ich absolut keinen Bock hatte, habe ich einfach mal so ein bisschen auf YouTube quergescrollt, sagen wir es mal so. Und mir ist dabei ein Kanal aufgefallen. Ich weiß den Namen von ihm nicht mehr. Sei es drum. Der macht mittlerweile die 6. Staffel Miss Survival. Ich glaube, der Mann ist gut dabei bei dem Spiel. Das hat mich echt beeindruckt. Wie funktioniert das Ding? Achso, ich muss wahrscheinlich die linke Maustaste gedrückt halten, um dann den Fisch einzuholen. Also 6 Staffeln
finde ich hart. Also, dass man so viel Geduld für dieses Spiel aufbringt, krass. Das war richtig krass. Komm schon. Beiß, du Sau. Muss ich das drehen? Ich weiß es nicht, wie es funktioniert. Es scheint, als wenn ich es drehen muss, weil dann macht es diese typische Ratsch-Ratsch-Ratsch-Ratsch-Bewegung, Geräusche, Dingens. Wie geht das? Mein ganzer Schreibtisch wackelt. Oder muss ich so rum? Wie funktioniert das bitte? Gibt es hier irgendwie ein Tutorial, wie man angelt? Weil guck mal, er zappelt nur mit der Hand. Ach, mit der rechten Maustaste! Ja, nice. Und ich denke mal, wenn das Ding rot wird, dann ist es kurz davor zu reißen, ne? Ist das richtig, was ich mache? Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Der kommt aber auch nicht näher, der Heini, ne? Komm mal ein Stückchen her, du Fisch. Der rechten Maustaste, ey. Links ausschmeißen, rechts einziehen. Na gut. Es sieht nicht aus, als wenn der Fisch näher kommt. Oder wie seht ihr das? Ich habe keine Ahnung. Yes. Komm her, du! Nett gemacht, aber... Wie? Komm doch her, du! Angeln wie ein Profi. Er kommt ein bisschen näher, aber auch nicht wirklich viel, oder? Hat das von euch schon mal jemand gemacht mit dem Angeln? Vielleicht mache ich irgendwas verkehrt. Ja, komm her, du Kackfisch. Also es wird langsam, ne? Komm jetzt her. Ich hole noch einen Köder. Ich hätte einen mitnehmen sollen. Ich hätte noch einen zweiten mitnehmen sollen, nicht doof.